Also ich muss ein paar Sachen in der Stadt erledigen, in Maastricht. Und ich nehme sie jetzt einfach noch mal ein bisschen mit. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Es ist unglaublich voll. Also so voll habe ich Maastricht schon seit sehr langem nicht mehr gesehen. Nehme sie jetzt einfach mal ein bisschen mit. Also, ich bin mit dem Bus gefahren und gehe jetzt in die Stadtmitte, wo ich also meine Dinge zu erledigen habe. Ich weiß, dass Sie das schön finden, einfach mal so ein paar Eindrücke. Es ist, hier ist diese, also so ein Pommesbütchen in Lied. Und habe ich auch schon Pommes gegessen. Und ich muss sagen, die gehören zu den besten Pommes, die ich je gegessen habe. Aber meine Lieblingspommes gibt es immer noch in Gülpen. Hier, das hier ist ein ganz süßer Laden, Käseladen, ganz alt. Tome Duque, ganz alter Käseladen. Einmal so kurz reinfilmen. Wir haben sehr, sehr leckere Käsesorten. Hier Café Sonnach, sehr beliebt, wo man also auch sonntags frühstücken kann. Und es ist ein bisschen ein kleines bisschen frisch, aber man kann schön in der Sonne sitzen. Hier belgische Pralinen, auch immer lecker. Und es ist voll. Unglaublich. Hier eine der schönsten Straßen in Maastricht, finde ich. Rechtsstraat. Ganz süße kleine Lädchen gibt es hier überall. Also wirklich so Spezialläden. Auch ein toller Bäcker noch und ganz alter Schuster und einer, der Ledergürtel noch selber macht. Hier kann man auch alte Karten kaufen. Alte Karten von Maastricht, also so antike Karten. Ja, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Hier, Irish Pub für die Herren. Und hier noch mal ein Geschäft, wo ich mit meiner Freundin drin war. Wenn sie das Video sieht, weiß sie, was ich meine. Das ist die älteste Drogerie, ich glaube die älteste sogar in ganz Limburg. Der Mann hat das Lädchen geerbt von seinen Eltern. Ja, hier ist, gucken Sie mal, sowas gibt es nicht mehr oft. Es ist alles ein bisschen staubig, ein bisschen alt, aber er hat Sachen, die gibt es woanders kaum. Hier große Auswahl italienischer Seifen, 100% natürlich, 35 verschiedene Seifen hat er hier. Guckt euch das mal an. Aber hier, da seht ihr, was da alles schon drauf liegt. Trotzdem hat er immer noch Kunden. Ja, dieser Laden ist wirklich, ich hatte ja schon mal, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Dieser Laden ist einmalig. Hier oben noch ganz alte Werbung, Nivea, ganz alte Werbung für Aspirin. Und dann noch ein, ich glaube mal heute nicht mehr politisch korrekter, arabischer oder was auch immer Mann, der scheinbar Aspirin brauchte. So, ich gehe mal raus. Hier, das ist das Schaufenster. Das ist alles, das ist antik. Solche Sachen haben wir auch im Keller meiner Mutter gefunden. Aber hier liegen sie im Geschäft. Und so, der Besitzer, der ist Mitglied im Philosophie- und